Bürgermeister Andreas Babler sorgte in letzter Zeit für einige Schlagzeilen. Wir haben uns mit ihm getroffen, um zu erfahren, wie die aktuelle Situation in Traskirchen nun wirklich aussieht. Bürgermeister Andreas Babler wirft dem Innenministerium die bewusste Überfüllung des Erstaufnahmelagers in Traskirchen vor. Es werde versucht, die Lage eskalieren zu lassen, um vom politischen Versagen abzulenken. Wir haben 2015 schon damals bei der Innenministerin, damals noch Michael Leitner, gesehen, zu was Politik fähig ist, unnötigerweise dramatische Situationen auf Kosten der Menschen, die im Flüchtlingslager sind, aber natürlich auch auf Kosten allgemein der Stadt zu inszenieren. Und deswegen haben wir jetzt einmal dem Innenminister de facto auch ein Ultimatum gesetzt, zu beweisen, eigentlich eine kleine Geschichte auch positiv hinzubringen. Also wir haben kein Verständnis, dass da Menschen wieder obdachlos liegen. Wir haben kein Verständnis, dass relativ wenig Leute tatsächlich in der Grundversorgung sind, weil viele, die Asylanträge stellen, eigentlich ein paar Tage später gar nicht mehr da sind, weil sie eh nicht nach Österreich wollen. Und dass man diese Spitzen in der Erstaufnahme nicht abfangen kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die Traskirchnerinnen und Traskirchner kennen dieses Spiel. Und ich bin es echt leid, nach 20 Jahren dann wieder die Standardsätze zu bekommen und mit Ländern, die nichts aufnehmen. Es geht gar nicht um die Grundversorgung alleinig, sondern es geht um Erstaufnahmekapazitäten. Und da braucht es halt einfach für diese Spitze, die immer nur 2-3 Tage los ist, einfach Lösungen. Wie ist denn generell die momentane Grundstimmung innerhalb der Bevölkerung? Was vernehmen Sie als Bürgermeister hier? Na, die Traskirchner Bevölkerung hat einen großen Vorteil, nämlich dass sie dieses Spielchen kennt und dass sie weiß, was für Mechanismen dahinter stehen, dass Österreich kein Problem hätte, jede Nacht die 10, 15, 20 Menschen irgendwo unterzubringen in leerstehende Gebäude, in andere Ressourcen, wo wir ja wissen, in den letzten Jahren, was da an leerstehenden Quartiere einfach für Steuergeld gezahlt wird, für nichts. Und einfach dieses Spielchen nicht mitzuspielen. Und da haben wir natürlich einen Informationsvorsprung, da sind wir ein bisschen schlauer vielleicht als der Durchschnitt der Bevölkerung in ganz Österreich, um das zu durchschauen. Und das war auch der Grund, einmal das öffentlich zu machen, dass das eigentlich kein großes Problem ist, dass da jetzt nicht historisch die meisten Leute in der Grundversorgung sind, sondern dass man bei derselben Zahl von Grundversorgungsmenschen vor einigen Jahren halt 500 Menschen im Flüchtlingslager gehabt hat und jetzt auf einmal das 3- bis 4-fache da ist bei derselben Zahl von Menschen, die in Österreich bleiben wollen. Was sind momentan andere Themen, die interessieren? Hier präsent sind. Das Vereinsleben ist völlig wieder voll losgegangen, natürlich im September. Wir haben positive Daten, was unsere Wirtschaftsentwicklung in der Stadt anbelangt. Wir haben null Leerstand in unseren Geschäftsräumlichkeiten, die im Einzelhandel sind, und auch in der Gastronomie gibt es wieder Erfolgsmeldung, dass es uns gelungen ist, auch tatsächlich jemanden zu finden, der nicht nur das Badbuffet übernimmt, da wird man mehrere finden, die kurzfristig gerne das Badbuffet machen würden, aber auch mit der Verpflichtung, dass das gut funktioniert hat und jetzt am 30. September, so wie wir es versprochen haben, auch die Sauna wieder öffnet. Und auch das ist nicht selbstverständlich heute, dass du eigentlich jemanden findest, der auch die Sauna wieder für die Bevölkerung öffnet. Wie blicken Sie als Bürgermeister jetzt generell in den Herbst? Was sind Ihre Erwartungen, Hoffnungen, Sorgen? Ja, Sorge ist natürlich neben der Teuerung, das ist wirklich eine existenzielle Sorge, sind zwei Dinge, nämlich, dass man in der großen Politik vergisst, dass eigentlich die Hauptgeschichte natürlich die Klimakrise ist und die Erderhitzung. Macht uns große Sorgen. Wir wissen, was unser bescheidener Beitrag ist in einer Stadt, aber wir wissen, dass alle, wenn alle bescheidene Beiträge liefern in allen Städten und Gemeinden und das nicht nur in Österreich, also wenn das Bewusstsein einfach da ist, dass man was bewegen kann. Leider sind manche Punkte schon auf den Kipppunkten anbelangt, also Points of No Return, also das heißt, wir wissen, dass wir in ein paar Generationen vieles nicht mehr erhalten und zurückführen können, was jetzt kippt. Also wenn wir schauen, was österreichische Gletscher anbelangt oder wenn wir Meeresspiegelgeschichten oder grönländisches Eis anschauen und so weiter, dann wissen wir, dass wir unseren nachkommenden Generationen nicht mehr diese Welt hinterlassen können, aber wenn wir jetzt dann wirklich noch radikal versuchen, das Gröbste einzudämmen, aber es ist umso wichtiger. Das heißt, wir gehen einen sehr konsequenten Weg. Wir haben gesehen, was wir sozusagen jetzt an Projekten auf die Reihe gebracht haben, schon mit Beschlüssen in wärmetechnischer Sanierung, Millionenbeträge in der Ausbau der nachhaltigen Stadtentwicklung, auch von der Verwaltungsseite ja, die Ressourcen zu schaffen in der Stadt, in der Frage der Mobilitätsbewusstseinsentwicklung und vielem anderen mehr. Wir schauen, dass wir jedes Quadratmeter Bodenversiegelung auflösen können, wenn das genauso klar ist. Wir schauen an jeden strategischen Platz, wo wir irgendwo selber noch einen Baum setzen können. Wir schauen, dass wir irgendwie auch Menschen zu bewegen, auch nachhaltig zu sein in den Kulturen, in den Festen und vielen anderen. Das sind sicherlich Dinge, die noch mit Sorge und natürlich ist die gefährliche Situation mit dem Coronavirus noch nicht vorbei.
Gegenteil, also wir machen sich echt Sorge, was da von oben so produziert wird. Oben hast du dann von der Politik, wo man das Gefühl hat, wenn man nicht drüber redet, dann gibt es das nicht. Und wir sehen jetzt dann einfach einen Anstieg. Wenn man jeder von uns sich das auch im Bekanntenkreis, das ist was Reales. Wir haben jetzt die ersten Studien, was es heißt, wenn man dann auf einmal Monate später Immunschwächen hat für ganz andere Geschichten und nicht mehr die Abwehrkraft hat. Also man nimmt das bei uns in der Stadt ernst und wir bereiten uns vor, was geht. Also jetzt auch beispielsweise wieder, dass wir eine der ersten sind, die wieder mit der Impfstraße jetzt eröffnen.